Hier ist wieder das Problem, wir haben keinerlei Werkzeug. Ich würde vorschlagen, wir gehen zumindest her und machen das dazu. Da haben wir zwar ein bisschen weniger Nahrung, nein. So, genau, es dauert dann 18 Runden bis zum Wachstum. Ist aber nicht so schlimm. Weil ihr seht, dann habe ich nur noch 45 Runden zum Beispiel für den Kornspeicher. Und ich baue jetzt ein Monument. Das gibt uns mehr Kultur. Würden jetzt die Azteken in der Nähe von uns eine Stadt bauen, könnte uns das kulturmäßig Vorteile geben. So, Bautrupp. Bautrupp baut Straßen. So. Hier seht ihr die Azteken. Hier kommen wir nicht rein. So. Eine kleine Gruppe hilfsbereiter Einheimischer hat unserer belagerten Einheit Krieger Asyl gewährt. Mit dieser Hilfe wird unsere Einheit wieder zu Kräften gelangen. Die Einheit Krieger erhält ein EP. Oh, schön. Okay, jetzt kann ich euch zeigen, was passiert, wenn ich hier draufklicke. Wenn wir in das aztekische Gebiet vordringen, lösen wir einen Krieg aus. Seid ihr sicher? Ja, Krieg erklären? Nein, denken wir nochmal nach. Ah, neben den Azteken haben sie ein Dorf vergessen. Schön. Gut, gehen wir gleich rein. 24 Gulden, na immerhin. So, und die Jungs haben jetzt Erfahrungspunkte bekommen. Wir können ihnen Stärke verleihen, dass sie besser sind gegen Bogenschützen, gegen Belagerungswaffen, Heilung, die Verteidigung Gelände, Art Dschungel und Wald, oder dass sie noch im Stadtangriff besser werden. Wir haben ihnen gegeben, ja, im ersten sie sind gegen Nahkampfeinheiten besonders gut. Stadtangriff heißt halt, ja, wir geben ihnen Stadtangriff dazu. Sehr schön. So. Das gefällt mir. Man kann somit auch seine Einheiten ein bisschen spezialisieren, so in verschiedene Richtungen. Heilung, Nahkampf, gegen Fernkampfeinheiten und so. Ist gar nicht verkehrt. Also ihr seht hier die Azteken mit ihrer Hauptstadt. Ich würde es jetzt nicht aussprechen. Ich weiß nämlich nicht genau wie. Tenochtitlan oder so. Ist drei groß, das heißt, das ist die Größe der Stadt. So, zack. Und nee, die haben aber nicht gut erforscht in die Richtung. So. Das mag am Anfang etwas zäh gehen alles bei... Oh, wir haben was Neues entdeckt. Die Inkas! Huyan Kapka! Das Inka-Reich heißt euch willkommen, Staatsoberhaupt des ruhmreichen wikingischen Volkes. Willkommen! Wenn ihr uns die Ehre eines Ballspiels erweist, erweisen wir euch die Ehre eines Ballspiels. Okay, na klar, Frieden ist auch vorsichtig. So, also jetzt haben wir hier dann noch, also jetzt haben wir diese drei, die Mayas, die Azteken und jetzt die auch noch, die Inkas. Oh, glücklich schön. Sind jene, die Taten vollbringen, die es wert sind, aufgezeichnet zu werden, oder Schriften verfassen, die es wert sind, gelesen zu werden. Das gefällt mir, wieder was. So, ermöglicht die Öffnung der Grenzen. Führt zu Gesetzgebung, Feudalismus, Theologie, Ästhetik, Mathematik und Alphabet. Und wir können jetzt eine Bibliothek bauen, weil wir haben die Schrift. Toll. Jetzt haben die Azteken sich ein bisschen hier durch die Lappen gehen lassen. Das gefällt mir. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier noch so viel finde, wo die ja da sind. So. Hätten wir jetzt zwei oder drei kriegerische Einheiten, könnte man sich schon überlegen, hier gleich mal die Inkas auszuschalten. Mit einer wird es sehr schwer. So. So, jetzt können wir hier ein Lager bauen und dann bekommen wir das Bonusgut Wild und das tun wir auch. Ah, hier übrigens Wahl. Gibt dann auch wiederum den Wal an sich und später, ich glaube, auch dieses erstes Öl dann, Tran oder was das auch immer war. Halt, nein, mit euch kann ich noch gehen und dann da weiter. So. Okay, also wir wissen jetzt, welche drei Völker um uns herum sich breit gemacht haben.
Ob die hier auch so schlecht erforscht haben? Allerdings waren von denen keine Späher bei uns in der Nähe. So. So. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir dann hier nach oben noch und gucken, was da noch so ist. So, was will denn Montezuma? Er will offene Grenzen. Das wird nicht passieren, mein Freund. Also ich spiele das normalerweise immer so, dass ich denen keinen Durchgang gewähre, weil ich will keine feindlichen Truppen auf meinem Gebiet haben. Man weiß nie, was der KI da plötzlich einfällt. So, und hier weiter. So, daher. Bisschen weiter aufklären das Ganze. Und du gehst da lang. Und hier ist wieder ein Wal da unten. Ein sogenannter Steherwal. So. So, oh, da haben wir wieder Löwen, die mich jetzt hoffentlich nicht angreifen. Und da sind nochmal Löwen, ja, schon, na gut. Ah, da sind, oh, gut, dass es hier keine Löwen gibt, ne? So, Küste ist aufgeklärt hier. Geht mal da weiter. Man könnte das Erforschen auch automatisieren, will und mag ich aber nicht. Vorerst. So, da oben ist also ein Löwennest. Löwenbau, oder wie man so ihn auch nennen will. Da könnten wir jetzt eigentlich unsere Krieger fast besser gebauen. Hier seht ihr jetzt übrigens dann Hüben und Eis wieder, was da so ist. An den Rändern. Ganz schlechtes Gebiet, um zu bauen. So, da haben wir wieder die Löwen. Okay, wir gehen mal hier weiter. Wir sind ja unheimlich neugierig. So, hier geht es dann auch nicht mehr weiter. Hier ist sozusagen die Welt zu Ende. Herzlichen Glückwunsch! Ihr verfügt nun über eure erste Nahrungsressource Wild. Diese Ressource steigert die Gesundheit in allen Städten, die mit eurer Hauptstadt verbunden sind und ermöglicht so ein schnelleres Wachstum. Ja, super, weiter geht's. Das gefällt doch. Okay, jetzt gucken wir mal. Wir bauen jetzt mal eine Straße hierher. Du gehst da lang. So, und ihr geht hier weiter. Also wir erforschen die Gegend schön. Ah, Wölfe. Komme ich da her? Jawohl. Also wir rennen hier den Löwen etwas davon auch. Und die Wölfe kommen. Uiuiuiui. Okay, sehr gut. Zumindest einer hat überlebt. 5 von 10 Punkten. 5 Runden bis zur vollständigen Heilung. So, da haben wir wieder Löwen. So. Das ist nicht gut. Probieren wir es mal so rum. Löwe tot, ich tot. Löwe tot. Löwe tot. So, wir haben ein Monument in Nidaros errichtet. Was wollen wir als nächstes tun? Ja, Siedlerbibliothek. Also Siedler müssten wir bauen, um neue Städte zu gründen. Bibliothek. Wir bauen einen Siedler. Ich will die zweite Stadt bauen. So, was haben wir denn? 10% Stärke, Hügelverteidigung. Doppelte Fortbewegung. Ja, für den Speer wichtig. So. Also wir können uns jetzt auch in Wäldern und so mehr fortbewegen. So, die Wölfe sind weg. Sehr schön. Also die Jungs kämpfen auch gut. Gut. Hier oben haben wir natürlich einen Defensivbogen. Noch eine und noch eine. Wir ziehen uns dahinter zurück und gehen auf Heilung. So, hier könnten wir eine Hütte errichten, wäre ein völliger Quatsch, weil hier gibt es ja Schafe, die können wir nachher mit der Tierzucht. Ich muss mal in die Stadt gucken. Wir bauen das Gebiet hier noch.
Und hinten sagt er uns, sollen wir hin. Ne? Wäre clever. Okay. Also wir haben zurzeit keinen Nahrungsüberschuss mehr, so wie ich das sehe. Ne? Ja. Wir bauen das, das, das. Okay. Aber wir sind hier, ja, okay. Gehen wir wieder raus. Wir bauen mal hier weiter, weil da hinten wollen wir was Spezielles bauen. Hier bauen wir jetzt nur Straßen durch. Das dauert eh. So, Tierzucht. Gesegnet wird sein der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Jo. Spezialfähigkeit ermöglicht die Modernisierung im Weideland. Das heißt auch, wir können da gleich wieder zurück. Zeigt Pferd, die Ressource Pferd auf der Karte, führt zu Schrift und Reiterei. Sehr schön. So, was können wir denn? Meditation, Alphabet, Politismus, Landwirtschaft. Was war denn Landwirtschaft? Okay, da können wir Bauernhöfe bauen. Segeln, Mathe, Bergbau, Steinmetzkunst, Steinbruch. Ja. Weil wir wollen ja hier den Steinbruch ran. Und der bringt uns ja nur was, wenn wir ihn auch nützen können. So, gut. So, dann weiter hier. Aber hier gibt es viel Wild und Pelz und so, aber du kannst halt hier nur ganz schlecht Städte gründen. Offene Grenzen? Nö. Die im Aztekischen Reich gewonnene Erkenntnisse haben ihr aktuelles Forschungsprojekt bedeutend vorangebracht. Okay. Sie haben irgendeinen wissenschaftlichen Durchbruch erzielt. So, hier ist nicht mehr viel, so wie ich das sehe. Okay, einen hat er weg. Zweiten hat er weg. Dritten hat er weg. Boah. Das war jetzt ein netter Kampf. So, gut. So, dann schicke ich die Jungs hier hoch. Hier hoch. Du bist daher. Gut. So, dann schicken wir euch zurück. Und ihr könnt jetzt hier ein Weideland errichten. Das gibt uns nochmal 2 Nahrung mehr und ein Gold dazu. Sehr schön. So. Da oben sind die Löwen, das muss uns nicht weiter interessieren. So, und die 2 Jungs sind auch wieder fit. Ihr habt ja gesehen, die haben jetzt keine Erfahrungspunkte mehr bekommen. Also für diese Löweneinheiten gibt's vorerst nichts. Nur bis daher. So. So, was haben wir denn? Die erfolgreich.